Lang, lang ist es her. Im Jahr 2007 reißt Paul Potts alle vom Hocker. Als unscheinbarer Kandidat der Talentshow Britain's Got Talent tritt er vor die Jury und sorgt mit seinem Operngesang für feuchte Augen, Gänsehaut und Standing Ovations. Der damals 48-Jährige überzeugt die Zuschauer so sehr, dass er die erste Staffel der Unterhaltungsshow sogar gewinnt. Mittlerweile sind über 12 Jahre vergangen und Paul sieht besser aus denn je. In einem eleganten Anzug und mit strahlendem Lächeln zeigt sich der begabte Sänger in der deutschen Fernsehshow Willkommen bei Carmen Nebel. Dabei scheint Paul nicht nur schlanker, nach seinem Sieg lässt er sich die Zähne richten und strahlt heute schöner denn je. Seine Frau Julianne ist auch heute immer noch treu an seiner Seite, wie auf seinem Social-Media-Profil deutlich wird. Paul ist der beste Beweis dafür, dass man sich nicht unterkriegen lassen sollte. Ist er als Kind viel gemobbt worden, tourt er mittlerweile weltweit als Opernsänger durch die Lande. Die einzigartige Stimme verzaubert dabei nicht nur Klassikfans. Schön zu sehen, dass sich Paul auch weiterhin so toll schlägt.